kein Stammspieler. Rufst du noch einmal meinen Namen, du kleiner Wichser? In Rostock bin ich, weiß nicht warum, aber so Statuslegende, warum auch immer. Trainer, nicht menschlich, trainermäßig. Der größte HS, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der erste Satz, was der Trainer zu mir sagt, hey, schön, dass du hier bist, aber du bleibst jetzt für immer in der Zweite. Punkt. Ich verlose 2x 100 Euro PSN-Karte. Was ihr dafür tun müsst, einfach nur Video kommentieren, mein Channel abonnieren. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storytime mit Bilo. Ich habe jetzt hier neben mir Kevin Panewitz. Mittlerweile auch mein Mitspieler bei Delay Sport. Hab noch nicht so viel gesehen von dem Mann. Der ist immer nur an der Seite und vloggt da rum, aber ist auf einem guten Weg. Danke, dass du da bist, Bro, erstmal. So, jetzt das war meine dieses, Hände, ja, meine Hände sind spitzig wegen der Pfeife, du weißt, ich habe die schon ein bisschen in der Hand. Genau so war es ja bei mir auch mit Monte gewesen. Wir sind hier in Kreuzberg im Can Café. Vielen Dank an die Jungs, dass wir das hier machen dürfen. Und ja, ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Quatsch mal ein bisschen über deine Geschichte, über deine Story beim Fußball. Ich glaube, du hast ja schon mit ein paar Leuten auch ein bisschen darüber gesprochen. Aber bei mir gehst du ins Detail. Kannst du einfach mal erzählen, wo es angefangen hat, wie es angefangen hat. Und fühl dich da frei auf zu sprechen, zu reden. Mhm. Wie wir alle habe ich auch ganz klein angefangen. Ich war damals bei Normania 08, ich glaube, ich habe sogar mit 3 schon angefangen. Normania 08? Ja, ja, hinten im Märkischen Viertel, ja, mit meinem großen Bruder zusammen, der war ein Jahr älter als ich. Und so habe ich wirklich angefangen, den Fußball zu spielen. Mit 3 und mit dem größeren Bruder? Ja, ich war damals schon immer so ein kleiner Mobbliger. Das ist dann anders geworden im Verlauf des, ich glaube, 12. 13. Lebensjahr. Ich habe ja dann Normania gespielt, jahrelang. Und dann bin ich zu Frohnau gewechselt mit 11, 12 oder sowas. Damit die Leute wissen, Normania ist jetzt einfach im Anführungsstrichen kleinerer Verein. Ja. Wo man einfach erstmal nur kickt und einfach nur... Genau, es gibt ja viele Vereine in Berlin. Normania war damals früher zu meiner Zeit noch ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, Normania sagt mir so eigentlich was. Größer ja. Als heutzutage, ja. Zu meiner Geschichte dann halt, ich bin dann zu Frohnau gewechselt, auch... Damals noch gab es diesen Libero. Ja? Da hast du Libero bei mir, der kleine Dicke. Ja? Mit 8, 9, 10 oder ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 10, aber, 11. Wann bist du? Du bist Normania die ersten Jahre und dann ich bist war die ganze Zeit Normania. Und dann bin ich zu Frohnau gewechselt. Mit wie viel? Ungefähr? Es war in der D1 war das. Okay. D1 Alter weiß ich nicht so genau. Das ist kein Problem. D1. D1, genau. Und dann war ich immer der kleine Dicke Libero. Aber ich war halt gut. Ja? Wirklich, ich war immer der letzte Mann. Aber dann war ich auch da. Dann habe ich dazwischen gepfeffert. Und die Bälle immer, gib ihm. Ja. Und das war damals, so habe ich wirklich angefangen. Dann habe ich einen großen Schritt gemacht, weil ich dann einerseits gewachsen bin und von diesem Molligen ins Schlanke eingekommen bin. Auch mit dem Wachstum? Mit dem Wachstum, ja. Das war wirklich das reine Wachstum. Nicht, dass ich irgendwie auf Ernährung geachtet habe. Meine Eltern haben nie wirklich so auf die Ernährung geachtet. Mhm. Ja. Die haben mich einfach, ey komm Kevin, geh mal zocken, hab mal Spaß. Das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass du, also mein Sohn zum Beispiel, wir probieren ihn so zu erziehen, dass er halt viel Gemüse, Obst isst, weil ich glaube, dass die Anfangszeit dein Leben prägt. Du bist einfach ein bisschen besser, flexibler. Bin dann in die C1 gegangen, ja, also ich habe direkt ein Jahr übersprungen. Also du hast auch mit den Älteren zusammen gespielt? Ich habe in der D1, D1 weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich dann von der D1 in die C1 gegangen bin, in die Berlin-Liga, also Verbandsliga war das damals noch. Ja. Auch beim Frohnau? Nee, dazu noch Berliner SC. Also Verein gewechselt. Auch damals guter Verein gewesen? Ja, also in der Jugend war es die höchstklassige Spielmöglichkeit, wo ich spielen konnte. Ich glaube, das war Hertha, TB, dann kam Füchse und dann kam direkt noch Berliner so in der Höhe. Also wie gesagt, ich habe mir dann diesen Respekt auch als Kapitän dann erarbeitet, einfach weil ich gut war. Ja, weil ich einfach das gemacht habe, was ich konnte, das war Fußball spielen. Du hast es einfach gemacht, weil es dir Spaß gemacht hat. Genau. Und dann nach einem Jahr kam dann TB, nach Hertha, der Club, wo so auf einer Ebene war. Für die Leute, die es nicht wissen, ich sage es nochmal, Tennis Borussia war damals mit ein, zwei anderen Vereinen die Mannschaft, wo dann halt wirklich auch Spieler, sage ich jetzt mal, zu größeren Vereinen auch in anderen Regionen gewechselt ist. Ne? Ja. TB, Hertha, Zehlendorf aus Berlin. Ja, ich habe mich dann für TB entschieden. Ich habe die Hertha-Jungs kennengelernt. Für mich ist es immer auch schon, auch von klein auf immer schon irgendwie so gewesen. Das hat sich dann so über die Jahre entwickelt. Ich finde so eine Art von Arroganz absolut anwidern. Hertha-Spieler meinst du jetzt? Ja, also sie waren damals bei mir, die dachten, sie wären einfach so die Größten. So, ich bin bei Hertha und so. Ja. Ich sag, nein, und du hast es halt gemerkt. Ne? Du bist mit denen auf Lehrgängen. Ja, und wer sind die Lautesten, wer sind die Coolsten, ja, die Hertha-Spieler, so, weißt du? Hab mir dann einfach gesagt, nee, Mann, da will ich gar nicht hin, ich will mich gar nicht so in die Richtung begeben und Ausholen werden, ja? Du hast dich gegen Hertha entschieden, aufgrund dessen... Weil die Spieler so... Aber hat dein Vater dir nicht gesagt, ey, Kevin, echt, ja? Ich konnte,
Und das ist auch gut so gewesen. Ich konnte alles selber entscheiden. Okay, okay. Genau. TV war richtig, war eine geile. Weil wir dann, ich weiß noch, mit Timo und Sören, Junge, der hat sich da immer was reingepfiffen und dann war der gut drauf. Dann hat der mit uns rumgeballert. Die haben uns beleidigt. Wir haben uns gegenseitig beleidigt. So als Jugendliche richtig cool. Ja. Mhm. Und ich durfte dann als C1-Spieler bei die B1, ich müsste lügen, ich glaube, es war in der Regionalliga, es war die höchste Spielklasse gegen den Abstieg gespielt. Das war auch gegen Rostock. Okay. Ach, du hast beide als C1-Spieler, ja, hast du bei der B1 dann ausgeholfen, beziehungsweise... Also, du hast ja schon öfter auch immer... Ich habe dann als C1-Spieler bei der B1 gespielt, weil sie einfach gegen den Abstieg gespielt haben und brauchten einfach gute Leute. Krass, okay. Ich weiß noch, ich habe dann damals gegen Toni Groß gespielt, mit Rostock im Mommsenstadion, wo sie uns dran aus dem... gegen Toni Groß war er damals, ist ja ein bisschen älter als ich, glaube ich. Du hast die Berliner Mannschaften auf einmal, spielst du gegen Mannschaften außerhalb, das war dann schon was sehr, sehr Besonderes. Oder das war auch zum Beispiel bei Auswärtsspielen, auch mit dem Bus und sowas. Es war einfach was total Geiles. Also TB hat mich sehr, sehr geprägt, was gerade auch so Spielverständnis und Taktik angeht, da hast du sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Dann sind wir in die B1 und dann gab es Gorazen als Trainer. Gorazen war so ein Typ, du bist mit null Lust irgendwo hingegangen und der hat mit dir gesprochen, du warst der motivierteste Spieler auf dem Platz. Ehrlich, der hat dich so motiviert? Der hat sich so motiviert. Wir waren in der Regionalliga, wir sind nicht abgestiegen, weil wir mussten uns unter die ersten 8 kommen, weil dann, das war das erste Jahr, wo es dann die Bundesliga gab in der B-Jugend. Okay. Ja, das heißt, ich war in der ersten B, mein erstes Jahr, und wir mussten uns unter die ersten 8 kommen oder 9 für die Regionalliga, um sich für die Bundesliga zu qualifizieren. Mein Jahrgang war damals Lennart Hartmann, müsst ihr auch was sagen. Sag, natürlich, klar. Ja, der hatte auch, das war so das Nonplusultra dort. Das war Jahrhunderttalent, ne? Genau, genau. Dann kommst du da hoch und musst dich gegen die durchsetzen, ja, um spielen zu können. Da hast du einen Kapitän vor dir, den dann zu verdrängen, beziehungsweise mit ihm auf einer Position zu spielen. Das haben wir dann auch gemacht. Aber es war dann, du hast die Spannung zwischen uns gemerkt. Auch, das war nicht so das beste Verhältnis. Aber auf dem Platz waren wir dann halt ein Team, weißt du? Definitiv. Aber so dazwischen auf dem Trainingsplatz war, weiß ich nicht. Ist aber, ich finde, es ist oft so, dass wenn, sag ich jetzt mal, neben dem Platz vielleicht, mit einer oder anderen verstehst du schon nicht so. Aber das Wichtigste ist, es muss auf dem Platz funktionieren. Das ist es, aber du kannst so auch nicht gelernt. Mit 28 Mann, die du vielleicht im Kader hast, mit einem gut sein, geht gar nicht. Wir haben es dann wirklich geschafft, in der B1 uns zu qualifizieren. War auch eine solide Saison, ich glaube, dritter, vierter oder so. War gut. Und dann gehst du in die Bundesliga-Saison rein als B1-Spieler. Ja. Das ist dann schon, also ich glaube, das ist dann schon so, wo davon schon viele träumen. Bundesliga, U17, also ich sag B1 ist ja U17, glaube ich, ist ja schon was Besonderes. Es ist natürlich, war super. Also dann kommst du halt in die Bundesliga und spielst dann gegen Hamburg, gegen Rostock. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir eine richtig starke Saison gespielt. In der Bundesliga. Okay. Hattest du da irgendwelche Mitspieler, die man so vielleicht noch kannte? Es sind so viele eigentlich, die so gut waren. Sefer Yilmaz spielt in der Türkei. Sefer Yilmaz. Ja, genau. Und B1 war dann Bundesliga. Ich dann als Ältra und ich habe auch eine gute Saison gespielt. Wir haben uns qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft, für das Finale, also für das Halbfinale. Wow. Ja, wir haben gegen Frankfurt dann gespielt und haben dann in Frankfurt das erste Spiel gemacht. Dann fährst du nach Frankfurt. Ja, nochmal was ganz anderes. Das ist einfach cool. Professionell, ja, und voll mega. Es ist einfach richtig cool auch gewesen. Auch ein Erlebnis, finde ich, als kleines Kind. Ey. Ja, du bist halt wirklich ein Jugendlicher und nimmst das einfach alles mit, kannst es eigentlich gar nicht so realisieren. Ja, spielst in Frankfurt, verlierst 1-0. Ja. Dann geht's aber nach Hause nochmal. Dann gehst du nach Hause. Und dann sind da Fans, 1500 Fans. Mommsenstadion gespielt? Immer Mommsenstadion. Oh, ja, geil. Ganze Tribüne voll und so, lila weiß und so. Ja, dann gewinnst du mal 3-0. Ehrlich? Ja, wir haben die auseinandergenommen. Boah, geil. Ja. Und du hast auch gespielt, ganz normal. Ja, ich habe immer gespielt. Immer auf 6, ne? Immer auf 6. Krass. Dann spielst du gegen Dortmund. Finale. Halbfinale. Ich bin zu Hause. Ja, und wir fangen richtig gut an. Ich weiß noch, wir haben gut gespielt. Und wie es dann Alter, so ist. Leg mal mit Tennis Borussia. Ja, und krass. Und dann spielst du gegen Dortmund und du fängst gut an und so. Und dann kriegst du irgendwie so einen Einwurf gegen Tor rein. Also einen Einwurf, der rollt lange, durch. Okay. Ja, irgendwie. Und du legst einfach einzeln zurück. Und dann ist so, du probierst und so. Und die machen einfach die Tore aus 3 Kontern oder 2 Kontern dann so. Und du legst 3-0 zurück und fragst dir so, was ist hier los? Und so, ging einfach nichts mehr. Dann fährst du nach Dortmund. Kommt auch manchmal. Ist auch manchmal so. Fährst auf so ein Gelände rauf, was richtig cool ist. Denkst du so, mega. Wahnsinn. Wir verlieren dort 4-1. Ja, aber trotzdem bis zum Halbfinale im ersten Jahr. Du hast alles mitgenommen, ist auch geisteskrank. Ich wollte gerade sagen, es hat einen auch viel geprägt, du hast viel gelernt, du hattest gute Trainer. Ja, aber das war meine TB-Zeit und dann so zum Ende hin zu TB kam, dann wurde es halt interessant für mich. Da reden wir jetzt sofort weiter. Mal für die Zuschauer auch zu sehen, dass zum Beispiel jetzt Tennis Borussia ist kein NLZ. Hertha BSC ist ein NLZ, aber Kevin, der hat dann bei Hertha gespielt. Dass du es auch aus Berlin von einem kleineren Verein, wo du nicht in NLZ bist, auch nach oben kommst. Ich finde das mega interessant, weil die meisten, die Profis werden,
ist ja meistens so, dass du irgendwie von einem NLZ und dass du auch von einem kleineren Verein, der trotzdem gut war, das sage ich jetzt nicht. Das ist für mich schon nochmal ein Unterschied so. NLZ und ein Verein, der gut ist, aber kein NLZ ist. Ja, aber viele fragen immer, was kann man machen, Profi zu werden? Ja, und wenn du gut bist, wird irgendjemand, heutzutage sind so viele Scouts unterwegs, es kommt jemand. Das heißt, ich war dann in der B1, ich war gut, Wolfsburg fragt an. Stopp, damit wir nochmal das kurz aufgreifen. Also dann habt ihr diese eine Saison da fertig gemacht, Halbfinale genau raus und dann? Und dann kam halt die Interesse, also ich war beim Probetraining in Hamburg. Er hat mir das angeschaut. Ich war in Wolfsburg, da haben die gerade das NLZ. Wolfsburg? Du hast dann Angebote bekommen von? Wolfsburg, ich war in Hamburg, Rostock. Wow. Dortmund war im Gespräch, Bremen war im Gespräch. Krass. Sogar Bayern sollte ich mal zum Training vorbeischauen. Also ich hatte schon viele Optionen. Mhm. Heißt, du musst wirklich diese Saison oder auch zwei Saisons oder halt dann, wo es ein bisschen ernster wurde, musst du auch abgeliefert haben. Ja, ich war nicht schlecht. Also ich habe einfach... Nee, du warst gut. Ich war gut, ja. War dein Vater so, wo er gemerkt hat, vielleicht es wurde ein bisschen intensiver, du kriegst mehr Aufmerksamkeit, du hast gut gespielt und dann kamen die Angebote. War das dann so, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr hinterher war und so bei dir? Oder, meine Eltern... Oder hat er dir wirklich immer, oder deine Eltern dir wirklich immer diesen also Freiraum gelassen und dich wirklich in Ruhe gelassen? Die haben mich in Ruhe gelassen, aber waren immer da. Die sind mich wieder dahin gefahren, haben sich im Winter hingestellt, so wie jeder Elternteil das auch für seine Kinder macht. Das haben, wenn ich jetzt sage, ja, die haben mich unterstützt, ja, und haben das gemacht. Jedes Elternteil oder jeder, der Fußball spielt, egal ob jetzt höher oder niedriger, wo die Mutter dich als 13-Jähriger zum Training im Winter hinfährt im Dezember und wo du total sinnloses Training machst und deine Mutter steht so draußen da, vielleicht schon mit einem Tee in der Hand. Ja, das hat jede Mutter gemacht. Wenn ich jetzt sage, meine Mutter hat mich unterstützt, ja, hat sie, mein Vater auch. Ja. Sehr schön. Aber das machen viele Eltern, das ist normal. Was viele, aber auch nicht alle. Ich konnte es mir aussuchen. Die haben mir gesagt, die haben das und das, so ihre Meinung natürlich geäußert. Hattest du da einen Berater gehabt? Ich hatte einen Berater gehabt, beziehungsweise so wahllos. Es war damals Willi Kausch. Und es war auch ein guter, so vollkommen okay. Ich kenne seinen Sohn. Ja? Viktor. Ja, genau. Und ich habe auf die Jugendarbeit ein bisschen geschaut. So, Rostock war immer gut. Ja, nicht so wie heute. Viel gegen Abstieg. Damals Meister geworden. Rostock, ja. Weiß ich, ja. Gute Jugendarbeit. Mein Gedanken war, wie werde ich oder wo werde ich am wahrscheinlichsten schnell Profi? Ja, das war mein, oder werde ich am wahrscheinlichsten Profi? Nicht schnell, aber wo werde ich Profi? Dann hast du dir aber auch die verschiedenen Vereine auch wirklich, also bist du hinge angeguckt? Ich war in Hamburg, ich war in Wolfsburg, habe mir das angeschaut. Krass, okay. Rostock war ich jetzt nicht, da habe ich mich nur mit Michael Hartmann getroffen, die Legende. Michael Hartmann, der Linksaußen, Nationalspieler Hertha BSC, das war mein Trainer. Mhm. Ja, der ist zu mir gekommen, wir waren was essen, schöne Pizza essen, der hat schön gesagt, hier, das. Ja, mit meiner Mutter, meinem Vater. Macht man ja so. Ja, die sitzen da mit Michael Hartmann, ja, die konnten es gar nicht fassen, dass da Michael Hartmann sitzt. Das ist halt Michael Hartmann. Ja. Krass. Absolute Legende für uns, Berliner. Kennt jeder. Auch mein Trainer, ja. In der U19. Und du hast dich dann für Rostock entschieden, weil ich dachte, dort werde ich am einfachsten Profi. Okay, und die anderen Vereine haben sich aber auch komplett um dich bemüht. Und ja, die haben mir alles gezeigt, wollten, dass ich komme. Aber Rostock war für mich das Sinnvollste, weil... Ausschlaggebender Punkt? Dass ich dort, die haben nicht so viel Geld, damit sie sich dort so viele Profis kaufen. Das und das wusstest du schon damals? Ja, das war mein Gedanke. Haben dein Berater und dein Vater, sag ich, oder deine Eltern auch da ein bisschen Einfluss mit drauf gehabt? Nein, gar nicht. Also die haben gesagt, Wolfsburg ist natürlich cool und so, ist auch nicht zu weit und die haben jetzt das neu und so. Das war mir aber gar nicht wichtig, wo was. Ja, du hast wirklich für mich ein Ziel? War nur der Gedanke, wo könnte ich am einfachsten Profi werden. Und das war für mich Rostock, weil sie halt nicht so viel Geld zur Verfügung haben wie die anderen Vereine, um sich Profis zu kaufen. Mhm. Dann bin ich zu Rostock. Wie alt warst du da? 15, 16? 15. Dann muss ich 15 gewesen. Ich war 15. Sommer 15, 16 und dann 17. Krass. Und du bist alleine hingezogen? Ich bin ins... Erzähl mir einfach mal selber. Ich bin dann in Nachwuchsleistungszentrum. Ja, ich war vor kurzem dort. Ich hatte auch einen Vlog draus gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ich habe alles gesehen. Abchecken. Könnt ihr gerne abchecken. Leute. Ja. Naja, ich bin hin und hatte damals eine Freundin, meine erste Jugendliebe. Ich war auch lange mit der zusammen, 2,5 Jahre und bin ich zu Rostock gewechselt und dann war es halt so eine Fernbeziehung. Als junger Spieler denkst du von zu Hause weg und so, natürlich Mama, Papa fehlt dir, aber du bist allein auf dich gestellt. Krass, also das war für dich vollkommen in Ordnung, oder was? Ja, das war ja schön. Ja, du bist allein, du hattest deine Jugend, du hast jeden Tag Training. Krass. Du liebst auch jeder, der Fußball liebt und die Chance hat, jeden Tag Fußball zu kicken und Mama und Papa ist nicht da, was erstmal cool ist, ja. Du kannst so ein bisschen dein Ding durchziehen, aber... Dann hast du noch deine Freundin, die vermisst dich und dann vermisst du deine Freundin. Das erste halbe Jahr war eine Vollkatastrophe. Fußball. Ehrlich? Ja, ich kam gar nicht rein. Ja, ich glaube, du musst auch erstmal dann das realisieren und alles
auf dich wirken lassen. Du bist allein in einer neuen Stadt. Deine Freundin ist nicht da. Du wohnst in einem kleinen Zimmer, was dir zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, das ist nicht ganz so leicht. Und das kann sich bei dem einen oder anderen dann auch auf den Fußball halt so auswirken, sag ich jetzt mal. Ja, aber du musst dir vorstellen, du gehst da hin, trainierst ganz normal, machst deine Testspiele und so. Nichts klappt, so was du normal machst, ja. Mhm. Und du fragst sie so, wieso? Du machst ja nichts anderes. Das erste Mal war ich kein Stammspieler. Die Konkurrenz war natürlich auch nicht schlecht. Dann kam der Tag, wo ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe. Bro, das war eine Geschichte, die hat sich gezogen. Ehrlich, ja. Ja, ey. Hast du nicht hinbekommen? Habe ich nicht hinbekommen. Und dann habe ich es irgendwann geschafft. Und dann war auch gut. Danach war ich der beste Spieler EU West. Ich sag dir, ich weiß nicht warum, ja. Bester Spieler EU West, Digga. Ey, auf einmal so, ja, und dann ging es los. Dann habe ich mich im zweiten Halbjahr durchgesetzt. Ich habe dann das erste Jahr A-Jugend durchgespielt, dann bist du ins Ältere. War ich ja der Ältere und dann war ja so das letzte Jahr vor den Männern. Ich weiß nicht, dann kam ich von der Sommerpause wieder und da muss irgendwas Klick gemacht haben bei mir. Ich habe einen Riesenschritt gemacht. Ich habe eine sensationelle Vorbereitung gespielt. Und dann haben wir angefangen, Bundesliga zu spielen. In der Jugend noch, ne? In der Jugend, A-Jugend, erste A-Jugend. Mhm. Ja. Eine super Vorbereitung gespielt, dann das erste Spieltag gegen Bremen. Mama, Papa ist da. Viertelstunde gespielt, Bremen muss 4-0 führen. Die haben uns auseinandergenommen. Mit Timmy Thiele, mein bester Freund, war damals mein Gegenspieler, ja, bei Bremen. Die kriegt einen Querpass, leere Tor, der schießt daneben. Ja, sie müssen nach einer Viertelstunde 4-0 führen. Ja, und dann war so ein Pressschlag, der Ball landet vor mir, 30 Meter so vorm Tor, ich schieße einfach drauf. Das Ding ist aber so lange unterwegs, geht aber Richtung Giebel. Ja, Torwart will so fangen, rutscht durch. 1-0. 1-0. Bruder, wir haben 3-0 gewonnen. Ja? Wir haben 3-0 gewonnen. Ich weiß nicht, wie die Saison danach gelaufen wäre. Wir haben 9 Spiele in Folge gewonnen. Damals war das dann so, dass wenn die Profis Samstag gespielt haben, war Sonntag ja immer rein theoretisch Sonntag oder Montag, je nachdem, konnte die besten Spieler aus der A-Jugend, aus der zweiten Mannschaft und die Ersatzspieler bei den Profis konnten immer ein Testspiel machen untereinander. Dann habe ich schon gegen die Profis gespielt, gegen die zweiten Männer. Ja, und dann haben wir immer 11 gegen 11 gespielt. Ja? Profitrainer schaut zu, zweite Männer, alle haben zugeguckt. Ja? Und dann ist dann ein 16- oder 17-Jähriger, der den Profis sagt, was sie machen sollen. Bro, ich stehe auf dem Platz. Ja, mir ist es ja egal. Wenn ich auf dem Platz bin, mir ist es egal, wer da ist. Ich weiß noch, ich habe seinen Namen vergessen. Ja, ich habe den immer gerufen, aber ich habe immer seinen Namen falsch gesagt. Das war gar nicht, ich weiß nicht, er hieß Schmeichel oder so und ich habe Schmieße gesagt. Also komplett anders. Ja. Sag ja, rechts raus, da, geh hier, geschieh da und so. Ne? Krass, du hast als 17-Jähriger... Bei den Spielen, wir haben uns warm gemacht. Wenn die gegen die Profis gespielt hat, untereinander, sag ich jetzt mal, hast du den Profis wirklich... Anweisungen gegeben, was sie machen sollen. Krass. Irgendwann kam Marcel Schied dann zu mir. Ich war 17. Ja. Was ist das? Marcel Schied war damals, ist auch in Rostock sehr bekannt, ein Stürmer, ganz normal, auch ein gestandener Stürmer, der dann auch manchmal nicht gespielt hat und das Spiel mitspielen musste, hatte gar keinen Bock drauf. Dann kommt noch so ein Pisser zu dir, sagt Schiedi oder sagt Marcel. Irgendwann kommt er zu mir und sagt, rufst du noch einmal meinen Namen, du kleiner Wichser. Ja? Ich will deinen Namen, meinen Namen aus deinem Mund nicht mehr hören. Du sagst mir hier nicht, was ich machen soll. Ja? So habe ich ihn kennengelernt. Marcel Schied. Boah. Ich dachte, der größte, arroganteste Wichser, den ich je gesehen habe. Ja? Krass. Der liebste Mensch. Ehrlich, Marcel Schied ist der liebste Mensch. Krass. Aber er hatte keinen Bock drauf. Er ist angepisst, hat am Wochenende nicht gespielt, ja, und muss dann mit einem 17-Jährigen... Und da kommt ein 17-Jähriger, der mir hier sagen will, mach mal so und so. Durch meine Art, wie ich... Also ich habe auch gut, nicht, dass ich habe auch noch gut gespielt, aber von meiner Art, wie ich gespielt habe, kam Zachober rein und sagt, ey, wer ist denn dieser Panewitz? Sagt er zu dem, der sagt ihm, was sie machen sollen. Und die, weißt du was? Die machen das auch noch. Die sind so dumm und machen das auch noch. Ja? Erzähl das von deren Sicht. Das sagt Zachober zu Juri Schlenz, genauso. Und sagt, die sind so dumm und machen das auch noch. Wer ist denn der Junge? Ja, so bin ich ins Gespräch gekommen, weil ich den Jungs einfach, weil ich geredet habe. Ja? Krass. Natürlich habe ich fußballlich dann auch noch überzeugt. Aber so ist das zustande gekommen. Mhm. Ja, konnte dann in die zweite Mannschaft schon. Ja? Und dann hat die zweite Mannschaft immer noch im Ostseestadion gespielt. Ja, das ist heute auch anders, aber sie haben Ostseestadion gespielt. War richtig cool. Ja? Okay, geiles Stadion. Ich mach mein erstes Spiel bei der zweiten. Ich krieg direkt rot. Ach du Scheiße. Hier, auf der Torlinie sogar. So gerettet. Direkt rot. Das war mein erstes Spiel. Ich habe dann genau 3 Spiele, glaube ich, gemacht in der Regionalliga. Oder war das Oberliga? Ich weiß gar nicht, wo sie... Oh, ich glaube, die haben Regionalliga noch gespielt, in der zweiten. Und habe da auch dann gut gespielt. Und dann kam der Anruf, weil ich da überzeugt habe, dass ich bei den Profis mit trainieren kann. Durftest du von der zweiten Mannschaft, hast du 2, 3 Spiele gemacht? Ja. Und dann hast du einen Anruf bekommen? Oder wie wurde es dir sozusagen übermittelt? Mir wurde einfach gesagt, dass ich ab jetzt trainiere
3-4 Mal, je nachdem, wie es passt von der Zeit her, bei den Profis mit, ja, weil ich auch noch arbeiten musste nebenbei. Ja, dann habe ich bei den Profis mitgespielt und habe gesehen, boah, ist ja gar nicht so krass. Und irgendwann kriege ich Donnerstag einen Anruf, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Zachuber ruft mich an, ich stehe in der Straßenbahn, fahre gerade nach Hause vom Training. So an, sagt so, hey, wie sieht's aus, hast du Bock am Wochenende zu spielen? Ich sag, ja, bei der zweiten, ja klar, warum nicht? Ich sag, nee, nicht bei uns. Ich sag, wie, bei euch? Weißt du, gegen wen wir gespielt haben? Gegen St. Pauli, Derby, Ostderby. Montags live, GSF, 20.15 Uhr live. What the fuck? Ich sag, ja, ich bin gerne im Kader. Er sagt, nein, du willst spielen. Retro hatte sich verletzt, der Sechser. Und da sage ich wieder, da ist wieder Glück vorhanden. Glück, ja. Dass ich, ja, also man braucht ein bisschen Können und Glück, immer. Ja. Der verletzt sich, dadurch darf ich spielen, weil ich einfach überzeugt habe. Mhm. Ja, mach mein erstes Spiel. Wirklich von Anfang an? Anfang an. Du wurdest direkt dort rein, direkt ins kalte Wasser. Nach 2 Wochen direkt rein, einfach reingespielt. Ganz kurz, mega geil. Ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weißt du, weil es einfach ich so... Ich finde es so geil, weißt du. Es ist auch mega. Ja, es war ich sage dir, so muss man auch mit jungen Spielern umgehen. Natürlich, es kann sein, ja, die spielen das Spiel scheiße, ihr verliert vielleicht das Spiel. Aber so zieht man auch einen Spieler auf, finde ich, oder nicht? Also bei dir ist jetzt krass, direkt ins kalte Wasser, ja, komplett. Ja. Vielleicht gibst du ihn erstmal 20 Minuten am Anfang, aber krass. Ich habe auch ein richtig gutes Spiel gemacht, das kommt noch da hinzu. Ich habe einen Lattenschuss gehabt. Ich weiß noch, wie ich gegen die Latte geschossen habe und ich wusste ja, wo meine Eltern saßen. Ich schieße und schieße, ja genau, und schieße, guck direkt zu meinen Eltern nach dem Lattenschuss, weil beide geht es aus. Und ich weiß noch, wie meine Mutter da stand, so, mein Vater so. Ich habe beide genau gesehen. Ich weiß eins zu eins, wie sie, was sie gemacht haben. Es ist wirklich krass gewesen. Ja, dann haben das Spiel ging hin und her, aber ausgeglichenes Spiel. Und dann kam die 70. Minute. Und dann hattest du, ich war auf 6, der lange Ball irgendwie nach in die Ecke rein oder so. Schied läuft hinterher. Und ich hatte so wie eine Landebahn, so einen Laufweg vor mir. Ich stand im Mittelfeld, gegnerische Hälfte, ja, am Kreis. Und da war so eine Linie. Ich laufe rein in diese Linie und der Weg war perfekt. Und auf einmal kommt der Ball genau. Ich laufe einfach durch, bin am 16er, auf einmal kommt der Ball rein. Ja, und der Ball kommt perfekt. Ich am 5-Meter-Raum, ich brauche ihn nur einnicken. Ja, der Torwart ist schon nach rechts gelaufen, der hat nichts mehr gemacht, weil ich war frei. Und Köpf in diagonal rein. Ach so? Nee, über die Latte kurz rüber. Weil du springst hoch und drückst noch ein bisschen. Wenn ich nur abtropfen lasse, dann geht er rein, weil der Torwart hat keine Chance, weil er läuft einmal diagonal rüber, gegen die Laufrichtung gemacht, ganz stark. Ja, was passiert? 75. Minute kriegen wir einen Freischuss aus 30 Metern im Giebel. Ach, so scheiße. Ja. Naja, das war mein erstes Spiel, es war sensationell. Danach habe ich, glaube ich, 8, 9, 10 Spiele, ich weiß gar nicht, gespielt von Anfang an. Und irgendwann war ich dann ein bisschen ausgebrannt, was ganz normal ist. Dann habe ich meine Pause bekommen. Aber ich war drinnen. Ja. Dann kam so die Sache, du warst drinnen. Ja. Und dann hast du so gemerkt, das ist ein bisschen anders als nur A-Jugend, Profi, also was A-Jugend-Fußball, auch zweite Mannschaft, was auch noch. Dann hast du gemerkt, dass es ums Geld ging. Ja. Auf einmal bei. Ganz, 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 ganz krasser Punkt. Ne? Wenn du merkst, so den Unterschied von Jugend zu den Pro. Kannst du ja selber mal erzählen, wie war für dich dieser Switch? Von Jugend, wo du vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 200, 300, 400, 500, 600 Euro bekommen hast. Sowas, ja. Und dann gehst du hoch und spielst mit gestandenen Fußballprofis, zweite Bundesliga, ist ja schon krass. Ja. Wo du auch weißt, so, es geht um Prämien. Jeder kämpft um seinen Platz, auch wenn er es nicht richtig zeigt. Ja. Du kommst mit vielen klar, aber trotzdem hast du diesen Konkurrenzkampf und das ist immer so. Ja. Und egal, ob du auf der Bank bist, ja, du sitzt auf der Bank und da macht der Sechser, dein Partner, also dein Konkurrent macht einen Fehler, denkst du, so ein Idiot hätte ich nicht gemacht und so. Denkst du, 100% jeder denkt so. Ja. Das ist der Konkurrenzkampf, ist auch gut so, sonst würde es wahrscheinlich auch nicht so gut manchmal laufen, wie es läuft, weil du brauchst diesen Konkurrenzkampf. Ich weiß noch, damals hatten wir dann mein erstes Zweitliga-Jahr, wo ich dann Profi war, haben wir gegen Abstieg gespielt und wir haben dann die Relegation erreicht gegen Ingolstadt. Und dann kommt die Ansprache, du machst eigentlich gar keinen Gedanken drüber, was soll denn passieren, steigst halt ab, dritte Liga. Das wird gekürzt, Arbeiter werden entlassen, dann haben die keinen Job mehr, ja, und dann kommst du ins Krim und denkst so, Bro, du spielst ein Fußballspiel, aber davon hängen Arbeitsplätze ab, davon kommst du... Bist gerade 18 geworden. Krass. Du hast Fußball gespielt für 250 Mark, habe ich da bekommen. Mhm. Ja, und hatte Spaß. Auf einmal hängen davon ab. Kannst du das so offen sagen? Was denn? Also, was du da so zum Beispiel bei Hansa Rostock gesagt hast? Achso, Rostock habe ich im ersten Jahr, also mein erster Profivertrag war, glaube ich, müsste ich lügen, 3.500 bis 4.000 brutto. Ja, und dann aber halt mit den Prämien. Mit den paar Spielen mehr und genau, so. Genau. Also in diesem Schnitt hatte ich, sagen wir, einfach mal so 5 bis 6 brutto oder so. Okay, ja, das ist so der erste Profivertrag. Finde ich cool, dass du es so offen sagen kannst. Ne? Das ist gar kein Problem. Ich habe nie das große Geld verdient. Ich hätte es verdienen können. Komme ich gleich noch zu. Naja, dann sind wir abgestiegen. Ja,
was scheiße war. Das Problem ist, in dem halben Jahr, wo ich zweite Liga war, habe ich auch natürlich viel Zeit mit den Profis dann verbracht. Mhm. Ja, und, hast du dich da ehrlich, menschlich auch so ein bisschen... Ich habe mich menschlich nie verändert. Nein, nicht verändert, sondern auch so, sag ich jetzt mal, den Lifestyle, so essen gehen, auch mal ausgehen, vielleicht auch mal, weiß nicht, feiern gehen mal, oder ich keine bin, Ahnung was. Also ich habe Rostock auseinandergenommen, was Feiern angeht, was Essen angeht. Ja, also menschlich immer, also und darauf bin ich auch sehr stolz, ich bin immer der gleiche geblieben. Ich bin, das ist meine Art und so bin ich geblieben, ob ich jetzt Geld habe oder nicht. Ja, das ist mir vollkommen egal. Geld ist Schmutz. Geld braucht man nicht. Ja, natürlich, um zu leben. Ja. Es gibt viel, viel Dinge, die sind viel, viel wichtiger im Leben. Definitiv. Was ich nur sagen möchte, ist, ich habe ein Leben kennengelernt dann, was ich da so nicht kannte. Und ich habe mir das beibehalten. Ja. Ich weiß noch, wir haben uns in der Woche bei Finn Bartels getroffen, mit Oschipka, mit Schöneberg. Bro, dann waren da Frauen und so. Du hast ein bisschen was getrunken. Dann waren da Frauen hier, dies, das. Und du denkst so, was ist hier los? Ja, krass. Geil, Mann. Aber dass du deinen Donnerstag um 10 Uhr Training hast, aber saß bis 7 Uhr da und hast dir einen reingeballert, nicht so gut. Und so habe ich das kennengelernt und ich habe es halt weitergeführt. Ehrlich, ja? Ja. War das bei oh, ja, 100%. Es okay. War auch schön. Ja. Du danke, warst jung, danke, 18. Danke an der Stelle für deine Offenheit, also, dass du da ehrlich drüber sprichst. Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht, weil auf dem Platz habe ich immer abgeliefert. Nebenbei, was ich da gemacht habe, war nicht Profi-like. 100%. Die ersten Monate ist auch nichts passiert, bis es dann nicht mehr lief. Ja. Und dann wurdest du gefickt. Ehrlich, also auch von Presse und sowas? Also alles. Ist das alles. Die Presse, Rostock ist klein, die Presse wusste alles. Den. Wir waren einmal in einem etwa ab 18 Haus, ja. Aber dabei waren auch Männer, die waren verheiratet und so, ja. Das war in der Woche, wir hatten am Wochenende Spiel, Pokalspiel, ich weiß noch. Ich war dabei, ja, natürlich war ich mit dabei. Und das kam dann raus, beziehungsweise die Presse wusste das. Und du weißt die nicht, mich nicht auseinandergenommen haben. Ja, nee, nicht mich. Ich war Single, ich konnte machen, was ich wollte, ja. Es ging darum, dass natürlich jetzt Väter erwischt wurden, wo sie im... Ab 18 Haus waren. Genau, ab 18 Haus waren. Boah. Und die haben alles probiert, dass sowas halt nicht an die Presse kommt. Wurden wir suspendiert für 5 Leute. Du auch mit dabei? Ich auch mit dabei. Als, oh, das war dein erstes oder zweites Jahr? Das war noch in mein erstes halbes Jahr. Panne, nee, oder? Ja, Mann, weißt du, was ich alles gemacht habe in der Woche? Ich weiß noch einmal, wir hatten Mannschaftsabend. Wochenende war Spiel gegen FSV Frankfurt. Ein ganz wichtiges Spiel. Auf einmal alle gehen weg, so sind noch 12 Mann oder so. Bro, komm, die Havanna, bap, bap. Bis morgens um weiß nicht, wann Training war. Mittags, weiß ich nicht, wir haben uns da reingeschäbelt, aber anderen Level. Da waren 12 Mann stockbesoffen beim Training. Ich werde das Training auch nie vergessen. Ich weiß noch, wie Shidi, wir haben Handball-Kopfball gespielt, ne? Alter, der war noch so dicht, der hat einen den Ball in die Fresse aus 2 Metern geschmissen. Ich konnte nicht mehr. Oliver Schröder. Von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Geiler Typ, ja. Auch mit rattendicht, gestandener Profi. Ja. Ich habe dann natürlich mitgesoffen. Die Bomben, ich kann schon mitmachen, wenn die es auch können, weißt du. Aber war es zu der Zeit, dass du auch immer gespielt hast? So? Ich habe immer gespielt, ja. Und du hast trotzdem so, konntest du diesen Lifestyle, sag ich jetzt mal? Erstmal, du warst jung, jetzt mit 30 nicht mehr. Mit 18, 19 gar kein Problem, gar kein Problem. Krass, ja. Krass. Samstag das Spiel gegen Ingolstadt, Abstieg dritte Liga. Ja, weißt du, wo ich Mittwoch war? Zu Donnerstag war erstmal schön im Maxim in Berlin feiern. Weißt du, wer da ist? Hör zu, Union Berlin. Ja, zweite Liga. Die kennen mich natürlich. Uwe Neuhaus. Ich habe mich, ey, Uwe, was los jetzt? Was macht er hier? Ich habe Relegationsspiel um Abstieg dritte Liga. Ja, so dumm musst du gar, kannst du gar nicht sein. Ja, ich habe mich mit Uwe Neuhaus unterhalten. Rat mal, wer am Wochenende nicht gespielt hat. Ja, ich. Ja, steht Dominik Peitz vor mir. Ich sag, ey, Alter, wer bist du denn, Alter? Ja, Stoff und Peitz, so eine Dinger. Jeder kennt Union. Ich sag, Alter, Peitz, wer sind jetzt Stoff und wer ist Peitz? Die sehen gleich aus, beide Locken und so, ja? Ich wusste das nicht. Junge, ratten dich, bist du Peitz? Bist du der eine zu mir, Junge, wenn du nicht schlecht abhaust, so, Junge, dann gebe ich dir einen, dann liegst du hier. Er sagt, gut, ciao. Ja? Krass. Ja, und das ist halt, du bist jung, lernst was kennen. Und du hast es halt vorher nicht anders kennengelernt, ne? Ich habe es halt nicht kennengelernt. Ich habe es nicht anders vor. Das ist halt wie in der Schule. Du lernst was und dann ist es so. Und so habe ich es auch kennengelernt. Jetzt sagt jeder, ja, ist der dumm. Ja, natürlich bin ich dumm. Aber du bist 18, du hast keine Mutter, keinen Vater zu Hause. Du hast viel Geld in deinem Alter zur Verfügung. Ja? Du lernst bei mir, es einfach Bro, nicht. Ist das bei mir ähnlich gewesen? Ich habe auch darüber offen und ehrlich gesprochen. Also deshalb Hut ab, dass du darüber jetzt so offen reden kannst. Ja, ne? Ja, damit habe ich gar kein Problem. Es ist halt so, wie es ist. Ich sitze hier heute, habe 2 Kinder, gesund. Ich habe eine so wunderschöne, super gesunde Frau. Die beste Frau auf der Welt für mich persönlich. Ja? Und ich habe eigentlich so alles erreicht, was man erreichen kann. Ja? Weil Kinder und so eine schöne Familie, wie ich sie habe, das ist es, darum leben wir. Das alles, was ich hätte haben können,
Scheiß ich drauf. Meine Mama ist verstorben damals, ja. Bro, jeden Cent, alles, was ich gemacht hätte, ich hätte sein lassen, damit meine Mom, auch wenn nur noch ein Tag da sein könnte und einmal meine Kinder am Arm hat und mit denen, Bro, ich hätte jetzt sofort einfach zu Hause. Weißt du was? Ich, leid, ehrlich. Nee, sorry. Einfach so dieses, ich bin auch Mutterkind und so. Also, wenn wir jetzt über Mutter reden, Bruder, dann flenne ich hier, weißt du. Mhm. Und dann kam die dritte Liga. Zwar, hast, aber, hast du dann noch gespielt? Aber da habe ich noch gespielt, da lief es auch. Dann feiern gegangen, immer am Wochenende. Rostock, dritte, aber eine super Zeit. Das Thema ist, wenn es läuft, geht vieles klar. Läuft es nicht, geht gar nichts klar. Ja, das muss man wissen, weil es dann immer wieder das Thema Geld, blablabla. Sind wir aufgestiegen, zweite Liga. Und da lief es dann wieder nicht so. Und ich habe halt trotzdem noch immer meine Dinger gemacht, ja. Dann habe ich mir Sachen erlaubt, ja, wurde ich viel suspendiert. Ah, dann lief es in Rostock leider nicht mehr. Kannst du sagen, warum? Ja, das war das Feiern gehen, das war zu viel Gewicht. Ja. Ich hatte und einmal, das kam dann, das, also das, du würdest auch sagen, dass das Gewicht dann auch wirklich durch ich hatte, Lifestyle und... Ja, hatte ich immer Probleme. Ich hab dann, aber es hat schon in Rostock angefangen? In Rostock hat es auch schon angefangen. Und ich wurde halt oft gewogen, fast täglich. Bro, ich habe einfach eine Phobie gegen Swing, ja, auch entwickelt. Ich habe Angst vor der Waage. Mhm. Ja, so musst du dir das vorstellen. Wenn ich gespielt habe, habe ich abgeliefert. Ja, und deswegen bin ich auch so beliebt, glaube ich, weil ich auf dem Platz und das von dir, und das ist, was ich so an Hansa liebe, die Fans, denen ist es egal, ob du gewinnst oder nicht. Okay. Aber die wollen sehen, alles, dass du dich zerreißt für diesen Verein. Und das hast du getan. Und das habe ich gemacht. Neben Platz leider nicht. Ja. Mhm. Manche feiern das, dass ich vielleicht so ein Kaulitz war, wie ich war. Mhm. Aber auf dem Platz war ich halt, habe ich für den Verein wäre ich gestorben. Ja. Mhm. Und ich lebe den Verein heute noch und ich bin absoluter Hansa-Fan. Cool. Ja. Und dann bin ich zu Wolfsburg gegangen, wo ich sage... Hattest du da was anderes oder nur Wolfsburg? Ja, ich meine, Alter, es war aktuell, ich weiß es gar nicht, mein Berater hat mir nicht viel gesagt, Wolfsburg. Und ich habe gesagt, Wolfsburg finde ich cool, aber da war Magath. Ja. Oh. Und ich probiere es mal kurz zu fassen. Magath war nur rein Trainer, nicht menschlich, trainermäßig, der größte HS, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Als Trainer? Als Trainer. Ich kam da mit Übergewicht hin. Er sagt, wir müssen dich fit machen. Ich sage, ja, aber ist mir klar. Dann machen wir das, sagt er, ja. Ich hatte mit denen ein, zwei Gespräche, die waren sehr cool. Die waren locker. Er hat gemerkt, dass ich ein... Erste Liga, oder? Erste Liga, genau. Der hat gemerkt, dass ich ein guter Fußballer und Verständnis, also Verstand krass, habe. Krass, dass du trotzdem mit diesem, sorry, dass ich jetzt so sage, mit dem Lifestyle und dem, vielleicht, dass du ein bisschen mehr wiegst oder gewogen hast, mit Feiern gehen, von Rostock, von der zweiten Liga... In die erste Liga noch zu Wolfsburg. Wir sind sogar noch, wir sind noch abgestiegen. Und trotzdem bist du dann crazy. Ich hatte mit dem zwei Gespräche und glaub mir, wir haben uns über Fußball unterhalten und gemacht. Und die haben auch gemerkt dann. Der hat einfach gemerkt, dass ich gut bin und krass, er kannte mich ja. Und vielleicht hat er es auch als Herausforderung gesehen, mich fit zu machen. Ja? Was er auch geschafft hat. Ja. Aber du willst die ersten 7 Wochen, die ich in Wolfsburg hatte, die willst du nicht. Kannst du sofort erzählen? Ich wollte nur ganz kurz nochmal fragen, ob du sagen willst, dass deine Sache, als du dann zu Wolfsburg gewechselt bist, was du dann vielleicht verdient hast? 10 brutto. 10 brutto. Okay. Also 10 brutto, nach 5 Spielen 15, nach 10 Spielen 20. Okay. Hätte sich gesteigert, das ist glaube ich 40, 45. Dann hätte man einen neuen Vertrag ausgehandelt. So und dann ist, glaube ich, dann auf den Punkt? Ja. 5000. Okay. Also hätte ich gespielt, ein Sieg, 15 brutto. Ich hatte halt einen koordinierten oder einen leistungsbezogenen Vertrag. Vertrag, okay. Ist ja auch für einen jungen Spieler eigentlich auch in Ordnung. Genau. Ersten 7 Wochen. Egal, ob von Montag bis Sonntag. Ich hatte Sonntag vielleicht mal einen Tag frei oder eine Einheit frei. Ich bin jeden Tag 13 Kilometer gelaufen. Jeden Tag. Ausnahmslos. Nachher bin ich 13 Kilometer. Nachher bin ich die 13 Kilometer unter 55 fast gelaufen. Bro, du weißt nicht, was die mit mir gemacht haben. Ich bin gelaufen. Danach hatte ich Grundstabi, also Stabiübung, Kraft. Die Mannschaft hat trainiert. Ich habe dann drüben mit Medizinbällen gearbeitet. Ich habe diese Geschichte ist ja, das ist ja ein bisschen bekannt, diese Medizinbälle für Magath und auch, glaube ich, mit deiner Geschichte so. Ich habe die ersten 7 Wochen keinen Ball gesehen. Kein Ball. Als Einzelner? Als Einzelner. Oder hast du noch jemanden mit dir mit? Nee, ich habe Einzeltraining gemacht. Bruder, die haben mich gefickt. Also offiziell. Offiziell. Und, dann kam ein Tag, da sollten wir nach China fliegen. Ja? So Trainingslager? Trainingslager. Ich dachte so, okay, cool, Alter, wirklich jetzt mal mit der Mannschaft, ja. Ich sitze im Bus, hör zu, ich sitze im Bus und sagt er, hey, Panewitz, du kommst doch nicht mit, du machst hier Laufgruppe. Magath. Ja, ein Assistent von ihm. Ich sag, okay. Dann sagt er, du kommst doch mit. Ich war schon Kabine mit Dings, geh wieder rein. Keine 2 Minuten später kommt er, kommst doch nicht mit. Ich war drinnen, draus. Ja? Die fliegen nach China, ich Laufgruppe. Ja, weil ich musste noch fitter werden. Diese Laufgruppe mit Simon Kehr, Matlung, alle, die noch Nachholbedarf hatten, was Laufen angeht, mussten da bleiben. Du hast ja mit krassen Spielern auch zusammengespielt. Naldo, Diego, Virinha.
Schäfer, Tresch. Aber du hast gesehen, dann, wo ich auf dem Platz war, ich war besser als sie. Also auf meine Gegenspieler, ja. Mhm. Er hat, also letztendlich ist rausgekommen, weil das, er hat dann irgendwann mal mit meinem Berater gesprochen. Ja, ich habe es nie erfahren. Das hat mir Timmy gesagt. Ich sollte 88 Kilo wiegen, damit ich spielen konnte. Ich habe 89. Aber hat er mir nie gesagt. Gar nichts, nichts. Mhm. Das heißt, ich wurde 7 Wochen gefickt. Mhm. Oder ich habe geheult beim Laufen, weil ich nicht mehr konnte. So bin ich da gelaufen und habe geheult beim Laufen. Krass. Musst du sehen, du bist 21, du machst nichts anderes außer laufen. Dann in der Woche trainierst du mit den Jungs, siehst, dass du eigentlich mithalten kannst, sogar besser bist. Mhm. Dann bist du nicht im Kader. Ja, und die Jungs haben gespielt. Ne? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich wurde gefistet. Also ich wurde wieder hops genommen. Die haben gespielt, sind losgefahren. Die sind losgefahren, wir haben trainiert auf dem Freitag. Samstag 2 Einheiten morgens, Laufeinheit, dann andere Dings, Krafteinheit. Nichts mit Fußballspielen oder so, gab es nie. Mhm. Ja. Dann hast du das gemacht, du bist fix und fertig. Sonntag hast du Spielersatztraining, wo dann gespielt wird. Und du bist kaputt. Montag hast du einen Tag frei, dann geht es Dienstag von vorne los. Und seine Einheiten waren nicht ohne. Wie war er menschlich aber? Menschlich, so Nebenplatz, feiner Typ. Ehrlich, ja? Ja, feiner Typ. Und du musst zusehen, und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Ja, und irgendwann bist du ausgelaugt, nicht nur körperlich, weil du... Auch mental bestimmt, ne? Du hast mehr gemacht... Du weißt, jede Woche, du machst das Gleiche, gehst laufen. Du hast mehr gemacht, als die, die eigentlich gespielt haben, weil die auch geschont wurden. Und was hast du mit deinem Kopf angestellt, ehrlich? Oh, ich weiß gar nicht, wie oft ich zu Hause geweint habe, Mann. Ich frage meine Frau, sie hat es vor kurzem erst gesagt, ich kam nach Hause manchmal und habe einfach geweint. Sag, ja, ich will Fußball spielen, ich will kein Athlet sein oder so, oder Ausdauerläufer, ich will Fußball spielen. Fußball ist ein dreckiges Geschäft. Definitiv. Ja? Weil wenn du lieferst und gut bist, dann ist das alles schön und gut. Aber es gibt auch Phasen, ja, was dann halt auch viele nicht sehen, wo Leute einfach wie ein Stück Dreck behandelt werden. Ja? Nicht, dass ich jetzt wie Dreck behandelt wurde. Ja? Ja, ich bin ersten Tag in Wolfsburg, habe einen Vertrag unterschrieben, bin da, krieg erstmal eine GTD hingestellt. Ja? Habe erstmal ein neues Auto. Ja, das sieht man ja, schön und gut. Aber was wirklich passiert ist dahinter, sieht hinter man den nicht. Kulissen, ja, das sieht man nicht. Genau, und deshalb mache ich das hier. Und dann gehe ich zu Magath und du bist mental nach dem Heimer, bist du fix und fertig, ich kann nicht mehr. Ich gehe hin, sag ihm mit zittriger Stimme so auf und fast geweint, dass ich einfach nicht mehr kann. Ich würde gern mal wieder Fußball spielen, zweite Mannschaft. Sagt er, ja, kein Problem, kannst du machen. Aber ich würde nur am Wochenende bei der zweiten spielen, sage ich. Mhm. Kommt er zu mir, beziehungsweise gehe ich runter auf den Freitag oder so, Donnerstag, Freitag, trainiere mit der zweiten, damit man sich, ne? Sagt der erste Satz, was der Trainer zu mir sagt, hey, schön, dass du hier bist, aber du bleibst jetzt für immer in der zweiten. Punkt. Krass. So, also sagt dir jetzt der zweite Trainermannschaft, dass du degradiert bist in der zweiten, sagt dir nicht mal der Chef oder der aus der zweiten. Ja, dann war es halt so, wie es ist. Bro, und dann weiß ich noch, wie ich einmal vom Training runterkomme von der zweiten und meine Frau kommt heulend zu mir und sagt mir so, ja, deine Mutter hat Krebs. Und also ein Schicksalsschlag nach dem anderen leider. Ja, ja, so wie das Leben halt ist, das haben viele. Das Gute war, konnte man operativ entfernen. Alles war gut, top. Ja, zweite Mannschaft gespielt, okay. Ist halt so, wie es ist. Ist halt nur Fußball. Meine Mutter war aber gesund. Dann bin halt in Wolfsburg und so. Und irgendwann, dann kriege ich einen Anruf. Dann sage ich, ja, Mama hatte Rückenschmerzen. Das war nach ihrem Geburtstag, weiß ich noch. Musste ins Krankenhaus. Dann gehst du hin. Bro, ich weiß noch, wie ich die Türklinke runtergemacht habe. Mach die Tür auf. Und ich habe nur meinen Vater und meine Mutter gesehen. Und ich wusste, ich habe es gesehen. Ich wusste, was ist. Scheiße. Ja, dann waren es noch 3 Monate und dann war bei mir auch vorbei. Ja, weil dann... Dann ging bestimmt alles bergab, ja. Dann war ich halt in Wolfsburg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du da durchgemacht hast, aber das tut mir mega leid, ehrlich. Ja, das Problem ist, das haben halt wirklich viele so... Das ist egal, viele, ob viele ja, das nee, haben. Ja, ich will jetzt kein Mitleid haben oder... Viele haben viele Schicksalsschläge, ja. Dann bist du halt da gefangen. Ja, ich habe dann... noch in der zweiten gespielt, irgendwann war ich dann vereint, beziehungsweise war Sommerpause dann, das hat sich zum Ende geneigt. Du bist dann halt so leer und dann hast du diese Leere gehabt und so, Bro. Und dann habe ich angefangen zu wetten, ja. Fußballwetten? Ja. Ich habe dann, du merkst es ja nicht, ich bin einer Sucht verfallen, die du gar nicht so ernst genommen hast. Ich sag dir so, wie es ist, ich war in Kamp-Wolfsburg, Goslar, dann aus Goslar nach Berlin. Ich war 5 Jahre bestimmt wettsüchtig. Keiner weiß, das droppe ich jetzt hier, das weiß keiner. Ich außer ja. Meine Familie, Timmy Thiele, Kimi, mein Papa. Also so richtig, richtig süchtig, oder was? Ja, so richtig, richtig süchtig. Also mit, Fußballwetten? Mit, meine Frau hat mein Mensch das Geld. Ja, das ist schwierig, an Geld zu kommen, oder? Aber ich habe halt auch Leute, die ich kenne, wo ich Geld herkriege. Boah. Und stronges Thema, ey, krass. Das hat mich dann, also du, ich bin... Du weißt, wenn ich hier und hier frage, kriegst du so und so viel Geld. Wie ganz gesagt, leicht. Geld habe ich immer irgendwo herbekommen. Das war nicht das Problem. Die Leute kannten mich ja auch, weißt du. Hast du Geld und dann hast du auf einmal kein Geld. Und dann erklär mal
deiner Frau, warum du kein Geld hast, ohne ihr zu sagen, dass du witzig bist, ja? Dann lügst du da. Du weißt gar nicht, wie anstrengend das war, die Leute anzulügen. Du lügst deine besten Freunde, deinen liebsten Menschen an, nur weil du verheimlichen möchtest, dass du krank bist. Mhm. Weil es ist eine Krankheit, es ist so. Ja, und ich bin immer noch witzig, aber ich weiß es, ich komme damit klar und kann damit arbeiten. Ja, du musst es dir aber selber eingestehen. Und das war ein Prozess, wo mir mein Vater, wo mir meine Frau hat mir alles durchgemacht. Ich sag nicht umsonst, sie ist die beste Frau. Ja, auch da war sie an meiner Seite. Ja, und ich habe viel Scheiße gemacht. Krass, es wird zwiebelig zwischen uns beiden. Das ist ja geisteskrank. Ich wusste gar nicht, dass da so viel bei dir hintersteckt. Guck mal, Alter, das ist halt, ich schwöre, also ich habe ja jetzt mit 2, 3 Leuten das gemacht, aber diese Geschichte gerade mit dir, ja, ich hab meine Geschichte auch selber erzählt. Ja. Genau aus diesem Grund mache ich das, um wirklich zu erfahren, ja, manche reden mehr darüber, manche weniger, um zu erfahren, was steckt hinter dieser Person. Viele sehen immer nur den Fußballer, der einfach nur vor vielen Leuten zockt, der vielleicht Gewichtsprobleme hat, der vielleicht Alkoholprobleme, Feierprobleme hat, aber die wissen gar nicht, was wirklich Sache ist. Also, was viele auch mal sagen, ich hatte nie ein Problem mit Alkohol, das ist gar nicht das Problem. Siehst du, zum Beispiel? Das ist dann wirklich mit der ganzen Sache von Mama, du rutschst da rein und merkst es eigentlich gar nicht, weißt du? Du rutschst in eine Sache rein, merkst es gar nicht und dann bist du auf einmal süchtig. Und das über Jahre. Und du weißt nicht, ich weiß noch, irgendwann kam ich nach Hause, sitzt Timmy da, sitzt Kimi da, mein Vater sitzt da und Jill sitzt da und du weißt genau, was ist. Mhm. Ich habe sofort angefangen zu heulen. Krass. Ja, das hat nichts mit Fußball zu tun, ja, aber das ist meine Geschichte. Ja. Krass. Und wir wollten... Erstmal Props dafür, wirklich. Wir wollten... Ey, das ist halt meine... Ich kann dazu stehen. Ja, das ist vollkommen okay für mich. Das bin halt ich. Also ja. Ich kann nur über den Mann hier sagen, ich habe mir jetzt, wie gesagt, ich spiele mit ihm zusammen. Ja, der erzählt jetzt seine Geschichte. Von mir vollsten Respekt dafür erstmal. Und zweitens, ich kann wirklich, und wenn er ein Arschloch wäre, ja, und eklig zu mir wäre, oder ich mitbekommen würde, dass das zu anderen wäre, so wahr ich hier sitze, ich würde sagen, das ist ein Arschloch. Aber es ist ein sehr liebevoller und respektvoller Mensch. Das kann ich wirklich jetzt kurz dazu sagen. Danke dir. Vom Fußball her, von der Geschichte, was alles passiert, was da für ein Druck auch ist, ja, mit einem Schicksalsschlag, wo man reingeraten kann, aber wo man auch wieder rauskommen kann. Ja? Mhm. Weil jetzt mittlerweile ist alles gut, ich habe alles unter Kontrolle, meine Frau hat alles unter Kontrolle. Und ich will nur sagen, das betrifft bestimmt viele, die es gar nicht wissen. Mhm. Ja? Aber es ist absolut sinnlos. Aber man muss sich das selber im Klaren sagen. Eingestehen auch, wa? Und das ist wie ein Alkoholiker, der muss jeden Tag aufs Neue darauf achten, dass er trocken bleibt. Und so ist es bei mir auch. Und das mit der Wettsucht meinst du? Zum Beispiel, du musst eingestehen, dass du krank bist. Du musst dir Hilfe suchen. Ja? Und so war das. Punkt. Und dann brauchst du Leute in deinem Umfeld, die dir da helfen. Und ganz kurz nochmal, nach Wolfsburg dann war dann. Nach der ganzen Geschichte war ich ja mit Wolfsburg hat's angefangen, dann war ich noch kurz in Goslar ein Jahr, hat nebenbei ein bisschen Geld verdient, war okay. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin. 3 Jahre. Wo es mit dem ganzen Berlin habe ich. Typico auseinander durchgespielt. Ja, wenn man das so sehen möchte, ist nicht witzig, aber so ist es. Okay. Ja, durchgespielt. Dann ging es wieder bergauf, ja, weil du die hast Hilfe gesucht, dann ging es bergauf. Und dann bei Jena, ne, glaube ich? Dann kam Jena, aber ich habe für Jena erstmal 36 Kilo. Ich war Möbelpacker 3 Jahre, weißt du? Ich habe hier. Du warst Fußballprofi, Möbelpacker und dann. Dann habe ich 3 Jahre kaum gespielt, dann habe ich ein bisschen ein Jahr bei Ahmed angefangen. Und dann kam es einfach auf Jena. Dann kam Timmy zu mir, hat gesagt, ey, wenn du jetzt abnimmst, besorge ich dir. Es war ein Joke so, ne? Ich sag, ja, okay, komm. Dann habe ich angefangen abzunehmen. Und Timmy hat dann so nach 20 Kilo gesagt, krass, du, er meint das voll ernst, ne? Mhm. Dann hat er mit denen gesprochen und sagt, ja, der kann kommen. Dann habe ich noch schnell 16 Kilo bei Timmy abgenommen, in Jena. Okay. Und dann hatte ich Probetraining bei Jena und habe 3 Jahre kaum Fußball gespielt, ja. Und dann hast du es da geschafft auch nochmal? Ja, was heißt, war auch nicht so leicht. Ich habe einen Vorvertrag schon unterschrieben, musste mich dort aber dann nochmal ein halbes Jahr beweisen, was Athletik angeht. Das heißt, ich habe wieder hinter den Kulissen gearbeitet, mich hat keiner gesehen, aber ich wurde wieder Kraft, Laufe, ja, ich musste mich wieder ranarbeiten. Ja. Du hast zwar 36 Kilo abgenommen, aber das hat jetzt gar nicht mehr gezählt. Jetzt musst du wieder fit sein, um spielen zu können, dynamisch etc. Das Abkommen war, Donnerstag brauche ich ein Gewicht, was wir hier sagen. Was du von Montag bis Donnerstag machst, ist mir scheißegal. Wenn du Donnerstag dein Gewicht hast, bist du mit dem Kader. Wenn nicht, dann halt nicht. Punkt. Das hat er mir gesagt. Easy. 1,5 Jahre geklappt, ohne Probleme. Dann wurde er leider entlassen, Zimmermann. War aber ein super Trainer. Ja, und dann kam ich aus der Winterpause wieder und hatte 4-5 Kilo zu viel drauf. Hat den gar nicht geschmeckt. Okay. Hat den gar nicht geschmeckt mit einem neuen Trainer. Anstatt man dann sagt so, ja komm, geh in die zweite Mannschaft, arbeitet das ab. Hatte der gesagt, Bruder, frisst dir so Kündigung. Ich bin zum Trainer. Ich bin morgens um 9 Uhr zum Training, so mit Käffchen, ganz gemütlich, so, ey Jungs und so, war hier so ein bisschen da.
Ja, auf einmal sagen die, komm mal zum Trainerbüro rein. Geschäftsführer da, Trainer. Ja, krass. Kündigung. Bitte geh nach hinten, auch nicht mehr zur Mannschaft, gehen gar nicht. An Jena vorbei. Jena vorbei. Zurück nach Berlin. Zurück nach Berlin. Problem ist, es ist halt wieder in die Öffentlichkeit gegangen, wo ich auch mit 4-5 Kilo, ich hätte locker irgendwo spielen können. Das hab ich auch mitbekommen, ne? Ja. Das hab ich auch mitbekommen. Ich hätte locker irgendwo spielen können, ja. Und dann war. Keine Chance, ich hab nicht mal mehr Oberliga was bekommen. Dann habe ich als Klinik gespielt noch mit Übergewicht. Ein bisschen Kohle noch mitgenommen. Ein bisschen Kohle gemacht, ein bisschen nebenbei noch gearbeitet. Aber Klinik musste ich gar nicht arbeiten, da habe ich genug bekommen, so nebenbei. Und so ist es in meinem Werdegang. Krass. Eine Geschichte, die ich noch nicht erzählt habe, aber was viele bestimmt schon mal gelesen haben. Ich war einmal in Berlin feiern, wollte zu Jill nach Hause. Ich war aber so rattendicht, dass ich irgendwo woanders hingegangen bin. Habe mir schon die Schuhe ausgezogen, Hose ausgezogen vor der Tür. Macht mir irgendeine Frau auf, ich reinspaziert in die Wohnung. Ey, hör mir zu. Ja? Ich bin ein fremder Typ, die kann gar nicht wissen, wer ich bin. Ja? Das Ding war 2 Tage später in der Bild-Titelseite. Also ich bin in eine Wohnung rein, habe mich auf die Couch gesetzt, weil ich wusste nicht, Bro, das ist halt der Alkohol. Ja? Angeblich soll ich dann noch Handy kaputt gemacht haben von der, soll ich irgendwie runtergeschmissen haben, als ich reingelaufen bin. Und dann hat sie einfach reingelassen, aber auch, oder wie? Ja, dann, ja, Bruder, ich bin 1,85 groß, ja, stabiler Mann, der hat einfach nichts gemacht, der hatte Angst, ja, was man auch verstehen kann. Habe ich auf die Couch gesetzt und dann habe ich irgendwann realisiert, das ist ja gar nicht meine Wohnung, hier gehöre ich gar nicht hin. Und bin wieder raus, bin wieder rausgesteppt und dann, bei meinem Glück, stell mal vor, du würdest das machen, das würde keinen interessieren, aber ich weiß nicht, woher sie mich kannte, dass das Ding in der Bild gelandet ist. Ich bin danach direkt nach Hause gefahren, dann habe ich es irgendwie geschafft. Ich weiß noch, ob ich den Tag wach werde, ich gucke auf mein Handy, 700 Nachrichten gefüllt. Frau, das, ich gucke so Bild-Titelseite, Panelitz trinkt in Wohnung ein. Ich habe dir noch ein Handy ersetzt, ich habe dir ein bisschen Geld gegeben. Ging vor Gericht, das Ding. Nur so nebenbei, wie es halt laufen kann. So eine Dinger habe ich gerissen. Aber hättest du das gemacht, da wäre nie was passiert? Oder wie? Ja, kann, aber ich verstehe heute nicht, wie die mich erkannt hat, dass ich Kevin Panewitz bin, dass ich ein Fußballer bin. Woher? Ja? Okay. Ja. Krass. Erstmal, nach allem, was passiert ist, nach allem, wie gehst du jetzt damit um? Ich gucke auch gerne nach hinten, ja, was passiert ist, was für schöne Zeiten ich hatte. Ja. Aber. Jetzt aktuell geht. Ich gucke nur nach vorne, weil du musst so sehen, ich habe jetzt ein Kind, 2 Kinder, eins geht jetzt in die Schule, ja, meine Frau möchte in den Urlaub. Also ich führe ein ganz normales Leben wie jeder andere. Ich führe kein großes Luxusleben, aber ich habe ein schönes Leben, das, was ich brauche. Manchmal ist weniger auch mehr, ne? Weil, wie gesagt, viele sagen, du hättest das haben können, du hättest das haben können. Ja, ich hätte vieles haben können, aber wer weiß, ich bin jetzt aktuell so zufrieden mit meinem Leben, dass ich sagen könnte, ich würde nie was ändern. Ja? Und das ist sehr schön. Wer weiß, wie es passiert wäre, wenn es anders gelaufen ist. Ja. Vielleicht hätte ich eine andere Frau kennengelernt oder ich habe 2 wundervolle Kinder, ich habe eine wundervolle Frau. Mein Papa ist noch da, der ist gesund, ich habe 2 gesunde Geschwister. Ja, das sind aber totale Dullis. Ja, so nebenbei nur mal. Aber wir verstehen uns alle gut, wir treffen uns mal, grillen mal zusammen. Aber jeder. Super schön. Deswegen. Freut mich sehr, sehr, sehr für dich. Auch jetzt, weil ich deine Geschichte richtig kenne. So. Ja, es steckt halt nur mehr. Also, es steckt wirklich viel dahinter. Und nochmal so nebenbei: Meine Frau hat alles mitgemacht. Ja. Krass. Big Respect auch an sie dann, ne? Wie gesagt. An der Stelle. Nicht nur das. Ja. Sie hat ein Studium, sie ist Polizistin, sie hat ein Studium. Ich habe bei Jena gespielt. Sie hat ein Studium gemacht für die Polizei, hat dabei das Kind großgezogen und ist am Wochenende noch zu mir gefahren. Ja. Mama Mia. Wir haben alle unser Brett. Ja. Ja, ich habe eins erzählt. Hast du noch an jeden kleinen, jungen, Jugendlichen hast du einen Ratschlag? Ich meine, du hast so viel mitgemacht, du hast so viel erlebt. Wenn du was sagen könntest, was würdest du den Jungs sagen da draußen? Ich würde nicht auf Teufel komm raus probieren, Profi zu werden. Dann machst du dich schon so viel Druck, weil nicht jeder kann mit Druck umgehen. Das macht jeder anders. Für mich persönlich war Druck nie ein Problem, weil ich habe nur Fußball gespielt. Und das sollte man so sehen, dass man nur Fußball spielt. Man ist gerne aus Leidenschaft, aus Liebe macht. Sehr schön. Und deswegen... Mein Tipp, probiert nicht auf Krampf Profi zu werden. Jeder, ich habe auch den Traum, ich hatte den Traum immer gehabt, aber ich habe mir nicht selber gesagt, jeden Tag, ich muss Profi werden. Ja? Ich bin auf den Platz gegangen, weil ich das aus Liebe, aus Spaß, aus Leidenschaft gemacht habe. Sehr schön. Und deswegen ist das daraus geworden, was daraus geworden ist vielleicht. Okay. Wer weiß, wenn ich mir Druck gemacht hätte, was passiert wäre. Okay. Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Mega interessant. Aber wirklich, also mich hat es auch mitgenommen. Checkt auf jeden Fall alles von Kevin Panewitz ab. Instagram, YouTube, du hast auch einen YouTube-Channel. Alles bitte einblenden. Ich habe auch OnlyFans-Kanal. Kannst du den einblenden? Alles abchecken. Vielen, vielen Dank an der Stelle, wirklich. Ja, Leute, das war's an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Ein Abo da und kommentiert gerne für den Algorithmus. Und lasst ein Like da. Und... 2x100 Euro, Leute.
verlose ich. Bitte kommentieren und abonnieren. Vielen, vielen Dank und... Bro, ich danke dir, Mann. Dankeschön.